Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Andreas Kruschka die Aufgabe der Schule konzipiert. In seinem Buch Verstehen lernen entwickelt Andreas Kruschka ein Modell einer guten Schule in Abgrenzung zu gegenwärtigen Reformbestrebungen in Deutschland. Diesen wirft er vor, die Eigenstruktur des Pädagogischen nicht angemessen zu berücksichtigen. Den Begriff der Eigenstruktur übernimmt er dabei von Blankertz und differiert ihn im Folgenden weiter aus. Die wesentliche Aufgabe der Schule als pädagogischer Institution bestehe in der Erziehung der Kinder zu Schülern. Diese Erziehung solle die Schülerinnen und Schüler zu einem Verhalten befähigen, das es ihnen erlaube, produktiv dem Unterricht zu folgen. Im Gegensatz zur Erziehung in der Familie habe sich die Schule nur auf die Aufgabe der Schularbeit zu konzentrieren. Diese bestehe in einer Rahmung der Erziehung durch das Ziel der Bildung. Die Übernahme verlangter Verhaltensweisen sei daher immer transparent an die Ermöglichung schulischer Bildungsarbeit zurückzubinden. Ohne eine solche Zweckbindung an Bildung wäre die Schule bloß ein Zuchthaus. Sinn des Unterrichts sei es, Verstehen zu ermöglichen, indem Fragen nach dem Woher, Warum und Wozu gestellt würden, überschreite der Unterricht die reine Instruktion und stoße eine Bildungsbewegung an. Erziehung hieß in diesem Kontext Verstehen lernen und verbinde daher alle drei Aspekte. Daher sei eine Arbeitsteilung der pädagogischen Arbeit, wie sie in Trainingsräumen für prosoziales Verhalten erfolge, eher hinderlich. An den aktuellen Schulen kritisiert Kruschka, dass die Didaktik oftmals nur dazu genutzt würde, Schüler bei der Stange zu halten. Bei der übertriebenen Anwendung didaktischer Mittel scheine für die Kür des Verstehens kein Platz mehr zu sein. Gerade in den Haupt- und Realschulen sei derzeit eine starke Verunsicherung darüber zu beobachten, ob der pädagogische Anspruch erfüllt werden könne. An Gymnasien sähen sich die Lehrerinnen und Lehrer noch stärker in der Pflicht, zur Bildung beizutragen. In diesem Zusammenhang beschreibt Kruschka die Eigenschaften der Schule, sich vom alltäglichen Lebensbezug bewusst zu distanzieren, als eine positive Errungenschaft. Bildung als reflexives Verhältnis der Heranwachsenden zur Welt werde nur dann erreicht, wenn es durch möglichst weite und tiefe sachliche Einsichten entfaltet werde. Dies gelinge durch eine wechselseitige Erschließung. Zum einen seien Inhalte des Weltwissens und Könnens durch die Schüler zu erschließen. Zum anderen durch eine didaktische Repräsentanz für den Schüler zugänglich zu machen. Im Unterricht gehe es somit vor allem um die Darstellung von und Kommunikation über Sachverhalte. Im Zentrum stehe dabei eine exemplarische Vorführung der Methoden der Wissenschaft. Andreas Kruschka beschreibt die Aufgabe der Schule als eine Erziehung von Kindern zu Schülerinnen und Schülern. Diese Erziehung besteht vor allem darin, ein Verhalten zu erzeugen, das produktiven Unterricht ermöglichen soll. Dieser ist für Kruschka allerdings kein Selbstzweck. Die möglichst weite und tiefe sachliche Auseinandersetzung mit Gegenständen ist bei ihm untrennbar mit dem Ziel verbunden, Bildung zu ermöglichen. An Andreas Kruschkas Konzeption der Schule ist bemerkenswert, dass er offensiv für deren Erziehungsaufgabe plädiert. Diese Erziehung ist allerdings auf die Ermöglichung des Unterrichts beschränkt und somit unabhängig von familiärer Erziehung. Legitimiert wird diese Tätigkeit durch den Verweis auf Bildung als Ziel. Um diese zu erreichen, so Kruschka, sei ein sachlich weites und tiefes Verständnis der Unterrichtsinhalte nötig. In dieser Konzeption zeigt sich der hohe Stellenwert des Gegenstands bei Kruschka. Bildungstheoretisch muss hier allerdings kritisch gefragt werden, ob diese Aneignung nicht auf der Ebene des Lernens verbleibt und Kruschkas Legitimation so zur tautologischen Forderung wird, die Lernen um des Lernenwillens ermöglichen will.